ist das Heben der Hände nach allen vier Rechtsschulen im Gebet verpflichtend. Hier sagen wir, das Heben der Hände ist nach keiner Rechtsschule, die mir bekannt ist, verpflichtend. Sondern das ist eine Sunna. Ja, das Heben der Hände im Gebet ist eine Sunna. Das heißt, wenn eine Person im gesamten Gebet nicht die Hände hebt, ist das Gebet gültig. Und sie hat nicht gesündigt. Selbst bei dem Takbiratul Ihram. Also die Person stellt sich jetzt zum Gebet auf, sagt Allahu Akbar. Das Gebet ist gültig. Ja? Das Gebet ist gültig. Wann hebt man seine Hände? Hier sagen die Rechtsgelehrten der hanbalitischen Rechtsschule, man hebt seine Hände bei jedem Takbir, der nicht vor einer Niederwerfung und nicht nach einer Niederwerfung auftritt. Also beispielsweise, versteht ihr erstmal die Grundthematik. Ja? Jeder Takbir, immer wo du sagst Allahu Akbar, und du kommst nicht gerade aus einer Sajda und gehst nicht in eine Sajda, da hebst du deine Hände. Taib, du fängst jetzt das Gebet an, ja? Und sagst Allahu Akbar, hebst du deine Hände? Wir gucken die Grundregel. Kommst du gerade aus einer Sajda? Nein, du hast das Gebet an, du fängst das Gebet jetzt an, ja? Gehst du in eine Sajda? Du gehst ins Stehen. Also du stehst und rezitierst Al-Fatiha, also hebst du deine Hände, ja? Allahu Akbar. Taib, dann gehst du in die Verbeugung. Der nächste Takbir ist, wenn du in die Verbeugung gehst. In der Verbeugung kommst du aus einer Sajda, du kommst vom Stehen. Gehst du in eine Sajda, du gehst in die Verbeugung. Also hebst du die Hände, ja, und so weiter. Ya dakir al-ashab, kum mutaddiban.